Duriel, der Herr der Schmerzen, wird auch als der Madenkönig bezeichnet. Er ist der Bruder von Andariel. Duriel, anders als die anderen Übel, zeigt relativ wenig Interesse daran, ins Sanctuario einzufallen. Dies zeigt sich darin, dass er vor dem Wiedererscheinen von Lilith lediglich ein einziges Mal ins Sanctuario gesehen wurde. Dabei trat er mit dem Aussehen einer scheußlichen, madenähnlichen Gestalt auf. Und als Herr der Schmerzen bereitet ihn nichts mehr Freude und Befriedigung, als eben jene Schmerzen zuzufügen. Grotesk dabei ist jedoch, dass es ihn dabei nicht kümmert, wie viel Schmerzen dabei oder gar was diese Schmerzen für sein Opfer bedeuten. Einzig der Schmerz für ihn zählt, und das ist das Einzige und Wichtigste für ihn. Man sagt sogar, dass dies so wichtig für ihn ist, dass wenn kein Opfer in greifbarer Nähe sei, er sich sogar selbst Schmerzen zufügt, nur um Schmerzen zuzufügen. Duriels Reich hingegen, die Domäne der Qual, ist bekannt als die Folterkammer der brennenden Höllen. Sie grenzt direkt an Andariels Reich, und all jene, die nicht von ihm zu Tode gequält wurden, landen wohl oder übel in Andariels Reich, um dort noch geistige Schmerzen und Qualen zu erfahren. Gelegentlich soll es auch geschehen, dass Andariel eines ihrer Opfer in das Reich von Duriel schickt. Mit jenen kann er aber relativ wenig anfangen. Diese sind meistens geistig so verstümmelt, dass sie keinerlei Gefühle mehr empfinden. Wertlose Puppen also für ihn, die er einfach kurzerhand umbringt und wegwirft. Duriels Reich wird beschrieben als ein gigantisches Höhlensystem, gefüllt mit den feinsten und groteskesten Folterinstrumenten, die man sich nur vorstellen kann. Von turmhohen Maschinen bis zu den kleinsten filigranen Mechanismen, die Schmerzen zufügen, jenseits aller Vorstellungskraft, alles ist dort zu finden. Man sagt sich sogar, dass gar andere Höllenfürsten diesen Ort wegen seiner grotesken Perversität meiden. Doch einzig seine Schwester Andariel erfreut sich gelegentlich, natürlich aus der Ferne, an den schrecklichen Schmerzenslauten, die aus seinem Reich dringen. Kommen wir jedoch noch einmal zu Duriel selbst zurück, dessen Körper übersät ist mit unzähligen Löchern, in denen Maden hausen, die sich an seinem Fleisch laben. Alles natürlich rein freiwillig, denn diese fügen ihm Schmerz zu, das exquisite Gefühl, das er so sehr begehrt. Und trotz dieses relativ primitiven Umstandes sollte man nicht annehmen, dass Duriel dumm ist. Nein, er ist sogar ziemlich clever, denn alleine all diese Folterwerkzeuge, die in seinem Reich zu finden sind, habe er wohl selbst ersonnen. Doch zugleich macht ihn dieses primitive Verlangen nach Schmerz auch leicht kontrollierbar. Leicht kontrollierbar auch für all die anderen Übel. Das Ritual zum Beispiel, das vor vielen Jahren durchgeführt wurde, und auch das neueste, als Lilith wieder über Sanctuario schritt, sind ebenfalls relativ simpel. Doch genau das, was Duriel begehrt, denn während eines Rituals, in dem man diesen Dämon anrufen möchte, braucht man nichts anderes tun, als sich konstant Schmerz zufügen. Und der Herr des Schmerzes wird einem Gehör schenken. So geschah es zum Beispiel auch zuletzt bei der Niederkunft Liliths. Nun stellt man sich die Frage, was der einfach gestrickt wirkende Duriel mit Lilith zu schaffen haben mag. Die Antwort darauf ist auch relativ simpel. Seine Effizienz und seine einfache Kontrollierbarkeit. All jene, die es wagen sollten, sich Liliths Willen zu widersetzen, würden schlussendlich bei Duriel landen. Duriel hingegen wurde ein Dorf und immerwährender Nachschub von Menschen versprochen, an denen er sich austoben konnte. Mehr als genug und nichts weiter als das, nachdem er wirklich verlangte. So landete Duriel schließlich abermals in Sanctuario, wurde jedoch schließlich von tapferen Helden besiegt
und landete daraufhin abermals in den brennenden Höllen, wo er schon alsbald wieder seiner liebsten Beschäftigung nachgehen würde. Dem Schmerz, vornehmlich dem Schmerz anderer, an dem er sich so unendlich begeistern kann. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann denkt doch bitte daran, ein Like, vielleicht sogar ein Abo und die...